Im Fernsehen läuft nur noch Müll. Das denken zumindest die meisten, nachdem sie für ein paar Stunden sogenanntes Trash-TV angeschaut haben. Doch was genau ist dieses Trash-TV eigentlich? Und was macht eine Sendung qualitativ hochwertig? Haben Shows, die beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt werden, automatisch mehr Qualität als die auf den privaten Sendern? Trash-Sendungen erreichen oft hohe Quoten. Will der Zuschauer also gar keine Qualität mehr im Fernsehen? Lässt sich Qualität überhaupt mit hohen Einschaltquoten verbinden? Öffentlich-Rechtliche haben gerade bei der jüngeren Generation Probleme, Zuschauer zu mobilisieren. Wie können ARD und Co. auch die Jugendlichen mit ihren Sendungen erreichen? Oder wird Fernsehen bald ganz durch Videoplattformen wie YouTube ersetzt? Zu diesen Themen haben wir heute interessante Gäste eingeladen. Außerdem gibt es kleine Beiträge und zum Schluss sogar einen Poetry Slam. Extra für uns. Seid also dabei bei der diesjährigen JPF Talkshow Qualität vs. Trash. Was sehen wir in der Zukunft? Applaus, herzlich willkommen in unserer Sendung. Ich darf ganz herzlich unsere Talkgäste begrüßen, aber auch unser Publikum zu unserer Sendung Trash gegen Qualität. Was sehen wir in der Zukunft? Und vielleicht erstmal zu Anfang eine kleine Definition von Trash. Die meisten in der Runde wissen das bestimmt, vielleicht das Publikum nicht so. Also Trash beschreibt, war nicht abwertend gemeint, ihr seid so klug. Trash-TV beschreibt Sendungen mit banalem Inhalt und ist nach dem Filmlexikon der Universität Kiel gekennzeichnet durch Unhöflichkeiten, Beleidigungen, Demütigungen und Erniedrigungen. So, und das Trash-TV ist natürlich billig produziert. Und was wir in Zukunft vielleicht mehr haben werden, ist Qualitätsfernsehen, aber vielleicht auch Trash-TV. Das werden wir heute erörtern. Und unter dieser Fragestellung haben wir folgende Gäste. Paul Vollmers ist Medizinstudent aus Kiel. Er ist leidenschaftlicher Poetry Slammer und war sogar schon bei den deutschen Meisterschaften. Er hat keinen Fernseher und guckt aus Überzeugung seit seinem 16. Lebensjahr kein Fernsehen mehr. Ja, dann haben wir noch Mats Schönauer zu Gast. Er ist freier Journalist und Blogger und betreibt zusammen mit Moritz Czerk den Blog Top voll Gold. Und in dem gehen sie zusammen den Lügen der Illustrierten nach. Und er verurteilt besonders die Lügen, die anspruchslosen Medien verbreiten. Er guckt so ziemlich alles im Fernsehen, teils aus Interesse, aber auch teils aus beruflichen Gründen. René Schaar ist Mediengestalter im dritten Lehrjahr beim NDR und findet, dass die Privatsender Unterhaltung einfach besser können als die öffentlich-rechtlichen. Ja, Jasmin Lerum kennt ihr hier alle vom JPF, denn sie ist in der Hauptorganisation. Sie studiert Wirtschaftskommunikation in Berlin und sie findet es auch nicht so schlimm, wenn das Fernsehen manchmal auch nur den Anspruch der Unterhaltung hat. Ja, und damit kommen wir auch zu unserem ersten Talkgast, Jasmin. Und meine erste Frage an dich wäre, was guckst du denn so im Fernsehen? Also, ich gucke nur zwei Sendungen. Ich gucke die Heute-Show und Shopping Queen. Und in welches Genre würdest du das denn einordnen? Also eher Trash oder eher Also, Qualität? Die Heute-Show ist für mich eindeutig Qualitätsfernsehen. Dort wird intensive Recherche betrieben, es werden brisante Themen besprochen und alles wird noch witzig und intelligent aufbereitet. Und Shopping Queen würde ich ganz klar beim Trash-TV einordnen. Das ist anspruchslos, aber auch unterhaltsam. Allerdings würde ich das nicht zu der Trash-TV-Definition zählen, die du vorgestellt hast. Denn da sehe ich noch so eine Abgrenzung zwischen unterhaltsamem Trash-TV ohne menschenunwürdige Behandlung und dann eben noch das menschenunwürdige, niveaulose Trash-TV, was wirklich das billig produzierte Nachmittagsfernsehen sozusagen ist. Ja, Mats, du hast mir verraten, dass du sehr viel Fernsehen guckst. Mhm. Wie siehst du das denn? Also gibt es wirklich eine Abstufung von Qualität zu weniger Qualität bzw. leicht trashig und dann wirklich zum Trash-TV?
Ja, würde ich ähnlich sehen. Also Qualitätsfernsehen, Heute-Show würde ich da auch zuzählen. Also alles, wo man viele, viele Informationen bekommt und was vernünftig recherchiert ist. Und dann gibt es so Mitteldinger, die so zwischen Qualität und dem richtigen Trash stehen, würde ich sagen. Das wäre dann so Shopping Queen oder Germany's Next Topmodel und so was nicht ganz so fies ist wie Mitten im Leben und diese Nachmittagssendung, aber auch nicht so qualitativ hochwertig oder mit Informationen gefüllt wie Qualitätssendung. Ja, Paul, du hast gar keinen Fernseher. Ja. Denkst du denn, dass es überhaupt kein Qualitätsfernsehen gibt? Doch, ich denke schon, dass es Qualitätsfernsehen gibt, aber ich habe einfach... Als ich ausgezogen bin von zu Hause, habe ich mir einfach keinen Fernseher mehr zugelegt. Mein alter Fernseher, das ist noch so eine alte Röhre, die steht jetzt noch zu Hause bei meinen Eltern rum. Ja, letztendlich denke ich, es gibt natürlich Qualitätsfernsehen, aber es gibt einfach viele Dinge, die mich in keinster Weise mehr interessiert haben. Und deshalb habe ich einfach irgendwann aufgehört, Fernsehen zu schauen. Sicherlich gibt es die eine oder andere Sendung, die ich vielleicht noch schauen würde. Dann aber, wenn es zum Beispiel um die Heute-Show geht, dann würde ich mir das auch eher dann irgendwie in so einem Stream im Internet angucken oder so, also auf den Seiten der jeweiligen Anbieter. Aber Fernsehen als solches, also tatsächlich zu den Sendezeiten und mit Durchseppen und so weiter, schaue ich nicht mehr, nee. So, jetzt hatten wir schon ganz viel eigentlich auch zur Definition Trash-TV. Wir haben uns natürlich auch überlegt, was ist eigentlich überhaupt Qualität im Fernsehen? Das ist ja... muss man ja auch erstmal definieren. Und dazu haben wir Frau Frauke Müller befragt. Die ist Journalistin und PR-Expertin. Und sie hat uns so eine kleine Definition versucht zu liefern zu Qualität im Fernsehen. Qualität ist für mich, wenn die Sendung gut vorbereitet ist, wenn die Recherchequellen ausgewertet worden sind und wenn auf, nach der Themenstellung, die vorgegeben ist, daraus eine Bandbreite an Informationen zusammengestellt wird. Ja, wir haben ein sehr aufmerksames Publikum. Ja, also Frau Frauke Müller hat ja diese Definition geliefert und jetzt haben wir hier Mats, ebenfalls ein Journalist. Und mich würde mal interessieren, inwiefern du Frau Frauke Müller da zustimmst. Ja, ich würde dir da schon zustimmen. Es war ja jetzt eher eine knappe Definition. Aber ja, immer wenn man, das sehe ich so wie Sie, wenn man merkt, dass vernünftig recherchiert wurde und eine zu einem bestimmten Thema eine Bandbreite geboten wird, dann kann man da schon eher von Qualitätsfernsehen sprechen, denke ich, ja. Aber das und heißt das dann, dass auch praktisch Boulevardnachrichten, die aber gut recherchiert sind, zählen die dann auch zur Qualität? Ja, würde ich schon. Also man muss ja vielleicht auch unterscheiden zwischen reiner Information und einer unterhaltenen Qualität. Also Boulevardthemen kann man ja durchaus journalistisch vernünftig angehen. Aber ja, wenn es dann darauf hinausläuft, dass Dinge nicht recherchiert werden oder sogar komplett gescriptet werden, dann bin ich da schon eher skeptisch. Ja, und so Boulevardmedien, also es gibt ja das Klischee, dass man das eher so ein bisschen mit privaten Sendern verbindet. Und denken Sie, dass es jetzt wirklich die Qualität auch an Sendeanstalten gewonnen sind? Ja. Oh, denkst du, Entschuldigung. Überhaupt kein Problem, ich bin René Moin. die Frage war? Ob du denkst, dass Qualität an Sendeanstalten gebunden ist? Die Öffentlich-Rechtlichen haben natürlich Ressourcen, die sie ständig zur Verfügung haben, weil sie einfach finanziell unabhängig sind. Sie bekommen den Rundfunkbeitrag, der ist mehr oder weniger fest. Da gibt es einfach konstant oder die Finanzen sind einfach konstant. Und deshalb hat man eine Basis an Kameraleuten, an Kamerateams, an Redakteuren und Autoren, die Themen recherchieren. Und kann dann Themen auch ganz anders angehen. Die Privaten haben im Zweifelsfall weniger Mittel, müssen die sich über Werbung natürlich dann auch holen und brauchen die Aufmerksamkeit der Zuschauer, um die Quote zu erzielen. Und da ist einem dann vielleicht auch das eine oder andere Mittel recht.
Ist denn für dich Trash-TV tendenziell was Schlechtes? Nee, die Menschen wollen unterhalten werden. Und es kommt dann auf die Art und Weise an, wie und ob dabei dann gegebenenfalls Menschen verunglimpft werden oder irgendwie leiden, ob sie es nun merken oder nicht. Aber grundsätzlich ist Unterhaltung oder dann auch Trash-TV nichts Schlechtes. Es ist ja ein Bedürfnis, das erfüllt wird. Du machst ja deine Ausbildung beim NDR, also einer öffentlich-rechtlichen Medienanstalt. Mhm. Und würdest du dagegen sein oder zustimmen, dass man wirklich privat und öffentlich erkennen kann am Qualitätslevel? Das kann man so nicht sagen. Also die Unterhaltungsshows zum Beispiel der Privaten sind sehr hochwertig produziert, sind sehr unterhaltsam. Wenn ich da an Let's Dance zum Beispiel denke, dann war das eine Top-Show mit qualitativ hochwertigem Tanz, das gut abgefilmt wurde, das technisch eine Top-Qualität hatte. Und da stehen die Privaten irgendwie den Öffentlich-Rechtlichen in keinster Weise nach. Überhaupt nicht. Ja, wie du ja auch gerade schon angemerkt hast, ist es eben auch manchmal wirklich schwer, zwischen privat und öffentlich zu unterscheiden. Und wir haben ja auch euch so ein bisschen befragt, und haben euch eine Sendung beschrieben, aber nicht den Titel verraten. Und ihr solltet dann entscheiden, ob das nun beim privaten Fernsehen oder beim öffentlichen läuft. Ich werde euch jetzt eine Fernsehsendung beschreiben und ihr sagt mir bitte, ob das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen läuft oder im privaten. Es ist eine Sendung, bei der ein Verbrechen aufgeklärt werden muss. Das Privatleben der Ermittler ist Teil der Handlung. Schießereien und andere actiongeladene Szenen sind nicht ungewöhnlich. Öffentliches Fernsehen. Ja, würde ich dann auch sagen. Würde ich sagen, ist nicht öffentlich-rechtlich, sondern privat. Öffentlich-rechtliches. Das müsste das Öffentlich-Rechtliche sein. Ich glaube, das ist der Tatort. Privatfernsehen. Denke ich dann auch. Die Serie spielt in einer deutschen Großstadt. Liebe und Intrigen sind Hauptbestandteil der Sendung. Alles dreht sich um die Privatschicksale der Protagonisten und es wird häufig emotional. Öffentlich-rechtlich oder privat? Ich muss jetzt gerade an Berlin Tag und Nacht denken. Ja. Aber was meinst du? Ich weiß nicht, könnte auch öffentlich-rechtlich sein? Also definitiv privat. Ich würde auch sagen, das ist öffentlich, oder? Mm-mm. Privat. Du kannst gerne antworten. Ich denke, wir einigen uns auch darauf, dass es sich hier wieder um die Privaten handelt. Klingt ziemlich nach Berlin Tag und Nacht oder Köln und dann irgend so eine lustige Zahlenfolge. Das ist, würde ich sagen, Großstadtrevier und das ist auch öffentlich-rechtlich. Ich habe gar keine Ahnung. Ah, das ist schwierig, weil es gibt sowas sowohl auf, also es gibt Romanzschnulzen gibt es sowohl auf dem öffentlich-rechtlichen als auch auf dem privaten. Also wenn das diese typischen Nachmittagsserien sind, dann müsste es ein privater Sender sein. Ansonsten würde ich fast sagen, das ist das 21 Uhr sonst was Fernsehen auf dem öffentlich-rechtlichen, Rosamünde sonst was. In dieser Sendung kommt es zu einer Darstellung des Erdentstehungsprozesses. Privat oder öffentlich? Rechtlich. Des Erdentstehungsprozesses. Öffentlich. Ist das eine Doku? Keine Ahnung. Öffentlich. Ja, öffentlich wohl eher, oder? Ja. Öffentliches Fernsehen. Ja, öffentlich. Öffentlich-rechtlich. Öffentlich-rechtlich das zweite Terra X? Bestimmt. Wahrscheinlich, oder? Oder ähnliches. Ja, ja, irgendwie sowas. Max und Co., ne? Etc. Ja. N24? Ja, also ich finde, konnte man sehr deutlich sehen, dass man nicht so unterscheiden kann, wo jetzt mehr Trash läuft, ob im Öffentlich-Rechtlichen oder im Privaten. Du hattest ja schon angesprochen, dass Let's Dance zum Beispiel eine Sendung ist, die dich fasziniert hat, wo es leichte Unterhaltung war, kann man das so sagen? Ja, klar. Die aber gut verpackt war, also qualitativ hochwertig. Wie ist denn so eine Formel oder wie könnte man so etwas noch anders umsetzen? Eine Formel für qualitativ hochwertiges Fernsehen? Ja, das aber trotzdem leicht bekömmlich ist. So. Leicht und bekömmlich.
Oh, dann würde ich hier nicht sitzen, ne? Dann wäre ich jetzt, keine Ahnung, Intendant oder sowas. Naja, also qualitativ hochwertig erstmal mehrere Standpunkte recherchiert zu haben und eine breite Basis einfach, glaube ich, zu haben, an Informationen auch zu bieten und die sozusagen vorgekaut zu haben für den Zuschauer, sie leicht bekömmlich zu machen, aber die Meinungsbildung letztendlich dem Zuschauer dann trotzdem noch zu überlassen. Also keine vorgefertigte, vorgekaute Meinung einfach nur aufzutischen sozusagen. Ja, also wir haben jetzt eigentlich hier eine Grafik, die das mal ganz gut zeigen sollte. Klappt super. Nämlich, wie sehr vertrauen Sie Fernsehen? Dann sieht man hier die rechte Balken, nur 56% eher vertrauen, 40% eher nicht vertrauen und 4% wissen es nicht. Wenn man das mal so sieht, also irgendwie, ich habe das Gefühl, die Leute vertrauen jetzt hier bei 56% der Fernsehgucker, vertrauen nur wirklich dem Fernsehanstalt. Paul Vollmers, du hast ja auch ein bisschen das Vertrauen darin verloren. Woran meinst du, könnte es bei denen liegen und woran lag es bei dir? So? Also erstmal finde ich die Zahlen erstaunlich, weil ich gedacht hätte, dass viel mehr Leute eigentlich dem Fernsehen erstmal blind vertrauen, weil man ja etwas dargeboten bekommt, was einem erstmal als real verkauft wird. Tatsächlich glaube ich auch, dass es wirklich viele Leute gibt, die so Dinge wie, so Formate wie Mitten im Leben für real halten. Ohne die Leute irgendwie verunglimpflichen zu wollen, dass sie das nicht verstehen, dass das geskriptet ist oder dass sie es nicht bemerken, sondern ich denke, dass einfach eigentlich schon viele Leute Vertrauen darin haben. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, was ist die Erwartungshaltung eigentlich des Zuschauers? Also wenn ich Fernsehen einschalte, will ich dem vertrauen können? Also will ich da eine Information bekommen, mit der ich was anfangen kann und der ich trauen kann? Oder möchte ich tatsächlich einfach nur bespaßt werden? Und wenn ich zum Beispiel die Nachrichten einschalte und jetzt ARD schauen würde beispielsweise, ich schaue dann die Tagesschau, dann erwarte ich, dass die Informationen so richtig sind, dass sie recherchiert sind, dass sie Hand und Fuß haben und dass gerne auch das Bildmaterial, was da verwendet wird, auch das ist, was gerade zu der Situation zum Beispiel passt. Da gab es ja hin und wieder dann so Dinge, wo dann letztendlich rauskam, dass man aus älteren kriegerischen Auseinandersetzungen Bilder genommen hat und die dann als neues Material verkauft, was natürlich ein nicht ganz richtiges Bild von der Situation verschafft. Und solange das aber doch gegeben ist und wirklich Leute da vor Ort sind und guter Journalismus betrieben wird, bin ich da schon ein Freund von und schaue mir das auch gerne an. Ja, also Jasmin, du sitzt hier die ganze Zeit neben dir, hörst dir das alles geduldig an. Wir haben gesehen, die Leute vertrauen eigentlich nicht so wirklich den Fernsehanstalten, trotzdem haben so Sendungen eine riesige Einschaltquote. Warum gucken Menschen etwas, dem sie nicht trauen können? Ich glaube, sie lassen sich einfach gerne berieseln davon vielleicht. Und die Belustigung spielt bestimmt auch eine Rolle, dass es anderen schlechter geht als einem selbst und dass man sich selbst darüber lustig machen kann. Das ist diese Scham, dann da einfach nicht so hoch ist, andere so ins Lächerliche zu ziehen, wenn sie so, es ist so weit weg, es berührt mich nicht so richtig und da kann man sich dann halt gut drüber lustig machen. Ja. Ja, also dann haben wir ein gutes Stichwort, weil Mats betreibt einen Blog, Topf voll Gold. Und in dem wird es so ein bisschen aufgegriffen, wo eigentlich so die Grenzen des Boulevardjournalismus aufhören, wo es wirklich verletzend wird, wo es unter die Gürtellinie geht, auch unter die Menschenrechtswürde. Wie würdest du das denn festmachen? Also sie sagt jetzt hier, man guckt das, weil man möchte, dass das anderen schlechter geht. Ja, also das ist auch so ein Phänomen, das wir bei der Regenbogenpresse feststellen, dass es einmal so eine Sehnsucht gibt der Menschen, gerade jetzt bei der Regenbogenpresse nach den Königshäusern, Märchenschlösser, die dann alle eine schöne Krone auf dem Kopf haben und alles ist total toll. Da gibt es so eine Sehnsucht, gerade bei älteren Menschen, glaube ich. Andererseits freut es sie dann auch, oder glaube ich, ist ein Effekt, dass man sich tatsächlich daran erbaut, dass es anderen schlechter geht. Und gerade auch dann bei der Regenbogenpresse, dass es den Königen und den Königinnen in ihren Märchenschlössern und die haben so viel Geld und Ruhm, dass es denen trotzdem nicht so gut geht. Und dann stehe ich mit meinem Darmleiden da auch nicht so, so schlecht da, wenn ich jetzt eins hätte. das stelle ich auch fest, dass das, oder das könnte gut sein, dass es im Fernsehen auch so funktioniert. Und was ich auch festgestellt habe, was ich gerade noch dazu sagen wollte, in der Tagesschau, dass da nicht nur manchmal falsche Bilder verwendet werden, also jetzt nichts gegen die Tagesschau, die werden da wahrscheinlich immer vernünftig arbeiten. Aber was ich da festgestellt habe, ist eine leichte Boulevardisierung. Zum Beispiel, als es um die
um den Flug MH370, hieß er so, ich weiß nicht mehr genau, als er verschwunden war. Und als dann die Nachricht kam, dass es abgestürzt ist oder dass keine Lebenden mehr gefunden werden, da hat auch die Tagesschau unheimlich lange Bilder gezeigt von den Angehörigen, wie sie zusammenbrechen und weinen und das, finde ich, hat keinen Informationsmehrwert. Gerade in der Nachrichtensendung muss das meines Erachtens nicht sein. Klar, damit kann man dann die Tragweite eines Dramas ganz gut illustrieren. Aber dieses Breittreten von Schicksalen und Emotionen, das würde man dann auch eher den Privaten zuschreiben. Und das meine ich auch bei den Öffentlich-Rechtlichen vermehrt festzustellen. Stellt sich mir natürlich die Frage, warum machen die Öffentlich-Rechtlichen das? Denkst du, dass es eher so war, dass sie früher noch seriöser, sage ich jetzt mal, waren und dass sich das jetzt gerade ändert, oder? Ich habe keine Ahnung, aber das ist ja auch noch ein Problem. Du meintest eben, die Öffentlich-Rechtlichen haben noch einen Vorteil durch ihre Ressourcen. Und ja, es ist ja auch so, dass sie gegenüber dem Privaten vielleicht noch ein paar Vorteile haben, aber die sie nicht ausspielen, finde ich. Und sie gucken auch nur auf die Quote. Also das Erste, was am nächsten Morgen nach einer Sendung gemacht wird, ist, auf die Quoten zu gucken. Und vermutlich wird es damit zusammenhängen. Wenn man sich ein bisschen befreien würde von der Quote und überlegen würde, wie können wir noch mehr Qualität ins Programm bringen, dann wird man garantiert nicht dabei landen, zusammenbrechende Menschen zu zeigen. Ja, was uns jetzt auch ein bisschen gewundert hat, weil jetzt kommen wir schon zu unserer nächsten Umfrage. Wir haben mal wieder die Teilnehmer vom JPF gefragt. Wir haben ihnen 5 Sendungen gezeigt, die kamen sowohl aus Privat- als auch aus öffentlich-rechtlichem Fernsehen. Und da kann man sagen, da war sowohl Trash-TV als auch Qualität dabei. Und jetzt schauen wir es uns einfach mal an. Welche von den 5 Sendungen würdest du dir am ehesten anschauen? Ich würde sagen, die Heute-Show. Und warum? Weil das die einzige ist, die wirklich Informationen vermittelt, meiner Meinung nach, Ben. Ich würde mal sagen, die Heute-Show. Und warum? Die Heute-Show vereint so ein bisschen Satire mit seriösen Dingen. Also man kann über Dinge lachen, ohne dass sie total verzerrt werden. Ich würde mal sagen, ich nehme Berlin Tag und Nacht. Und warum? Naja, es ist lustig, es ist unterhaltsam, ich gucke mir das gerne an. Und welche würdest du dir gar nicht anschauen? Berlin Tag und Nacht und das Supertalent. Und warum diese? Ich halte sie für ein bisschen niveaulos und es ist einfach nicht mein Ding. Das wäre wohl Berlin Tag und Nacht. Und warum? Weil ich das absolut niveaulos finde, mir anzugucken, wie irgendwelche Leute, die sowieso nicht wirklich existieren, sondern nur ihre Rolle spielen, in einer WG zusammenleben. Das muss ich nicht haben. Okay, danke schön. Ja, also ich denke, dass es klar zu sehen war, dass die JPF-Teilnehmer nicht an Trash interessiert sind, was ja für euch spricht in gewisser Weise. Eindeutig ist aber auch zu sehen, dass diese Trash-Sendungen trotzdem eine immens hohe Einschaltquote haben und dass es trotzdem über Millionen Menschen gucken. Zum Beispiel, du hast gesagt, dann fühlt man sich besser, da kam gleich die Gegenstimme. Mich würde jetzt eigentlich mal interessieren, wie man denn eurer Meinung nach ein bisschen qualitativ hochwertigeres Fernsehen macht. Also René, du arbeitest ja beim NDR, da wird ja auch unter anderem die Tagesschau produziert in Hamburg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Erstmal möchtest du noch was hier vom Angriff von Mats gegenüber sagen? Ich bin einfacher Techniker Azubi und kein ja, ist ja so. Und ich bin kein Programmverantwortlicher und ich bin auch kein redaktionell arbeitender Mensch. Insofern kann ich zu dem Blick auf die Quote oder zu der Art und Weise, warum so gearbeitet wird, wie gearbeitet wird, nicht sagen. Als Privatperson habe ich zum Beispiel auch die Bilder von Flug MH370 auch gesehen. Problematisch, dass die Regierung dort drüben auch die Gänge so eng gemacht hat, die Kameraleute direkt mit den
Familienangehörigen der Opfer da so eng gestellt hat. Und dann ist die zweite Frage natürlich, muss man das zeigen? Muss man nicht? Ganz eindeutig. Aber wieso das dann gemacht wird, doch gemacht wird, meiner Meinung nach muss man das nicht machen. Ja, um auch noch mal ein bisschen auf unsere Umfrage einzugehen. Paul, also was meinst du? Die Heute-Show kam ja anscheinend richtig gut an. Meinten alle, schaue ich, klar. Meinst du, dass es möglich ist, dass man noch mehr Sendungen mit politischem Inhalt macht, wenn man die so ein bisschen lustig aufzieht, dass sie dann beliebter werden würden noch als die meisten Trash-Sendungen? Also ich würde es mir wünschen, auf jeden Fall. Tatsächlich weiß ich aber nicht, ob das klappen würde. Also Satire-Sendungen und so weiter sind natürlich schön und es gibt ja auch, also man merkt jetzt ja zum Beispiel an der Europawahl, die Partei hat jetzt einen Sitz bekommen. Also es gibt Leute, die für so eine Art von Kritik und so weiter an politischem Geschehen und so ein gewisses Interesse haben und die das auch nachfragen und die das auch schauen würden und so weiter. Die Heute-Show finde ich auch super, schaue ich halt, wie gesagt, auch gerne mir im Internet an. Ich weiß aber nicht, ob das klappen würde, dass man damit eben eine größere Masse erreicht. Denn es geht ja letztendlich auch um Masse. Sicherlich gibt es viele Leute, denen das gefällt, aber ich denke einfach, es gibt noch mehr Leute, die sich wirklich einfach berieseln lassen wollen. Und vielleicht so ein bisschen etwas anspruchsvolles Fernsehen am Abend, vielleicht gefällt das dem einen oder anderen, vielleicht möchte aber auch jemand einfach nur auf seinem Sofa liegen und da, ja, was heißt vor sich hin vegetieren, das klingt jetzt auch böse, aber möchte sich einfach wirklich berieseln lassen und möchte dabei nicht nachdenken und so weiter und möchte vielleicht hin und wieder einen kleinen Lacher haben, aber nicht irgendwie einen Lacher, der vielleicht was mit Politik zu tun hat. Und vielleicht ist das dann einfach zu schwer verdaulich oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall denke ich, es gibt einfach sehr, sehr viele Leute, das muss ja so sein, die eben diese einfache Bespaßung mehr mögen als die doch anspruchsvollere Bespaßung. Und ich denke, es ist einfach ganz normal, wie es immer im Kapitalismus läuft, so ungefähr. Die Nachfrage ist da und dementsprechend wird das produziert, wo die größte Nachfrage ist, was die meisten Leute schauen. Ich denke, wenn für Satire mehr Platz wäre, dann würde es hoffentlich auch mehr gemacht werden und das würde ich mir wünschen, ja. Ja. Jasmin. Du hast nur zwei Sendungen gesagt, die du gerne gucken möchtest. Was wäre denn für dich, Paul hat jetzt schon seine beschrieben, was wäre denn für dich eine gute Sendung, die du dir auch im Öffentlich-Rechtlichen angucken würdest? Auf jeden Fall eine, die mich in gewisser Art und Weise unterhält. Es muss nicht gar nicht mal so intellektuell sein, also es muss nicht unbedingt dieses politisch-satirischere sein, aber wenn es schon so inhaltslos ist, dann muss trotzdem eine gewisse Qualität gegeben sein. In dem Sinne, dass dass man sich über niemanden lustig macht, dass es nicht menschenunwürdig ist und dass Themen behandelt werden, die trotzdem gesellschaftlich wichtig sind. Also man muss sich ja nicht nur für Politik interessieren, man kann sich auch einfach für alles, was so im gesellschaftlichen Leben passiert, interessieren. So intermenschliche Beziehungen zum Beispiel, das ist sowas, was betrifft jeden. Da interessiert sich auch jeder irgendwie für und sowas könnte man dann aufbereiten und alles nicht immer so überdramatisieren und so falsch realistisch darstellen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Grundlage. Wir haben noch eine andere Grundlage, nämlich von Frauke C. Müller, die wir ja eben schon gesehen haben. Und sie hat uns den Aufbau einer Sendung geschildert, die dann ja, Qualität mit ein bisschen leichter Unterhaltung verbinden könnte. Sie muss sich immer an der Zielgruppe orientieren. Sie muss Dinge aus dem Alltag der Zielgruppe aufnehmen. Und sie muss an Praxisbeispielen darstellen, wo die Botschaft ist und wie dieses Thema für die Zielgruppe an Relevanz noch gewinnen kann. So, um jetzt noch zu unserem bisschen anderen Thema zu wechseln. Und zwar heißt unsere Sendung ja auch, was sehen wir in der Zukunft? Und gerade Paul ist da vielleicht ein guter Ansprechpartner. Du hattest ja einen YouTube-Kanal, Kieler Junge 94. Mhm. Hast da auch Slams veröffentlicht und ich glaube auch ein bisschen Gameplay gemacht. ja, was meinst du denn? Meinst du, dass bald YouTube, Fernsehen, also nicht nur YouTube, sondern auch andere Videoplattformen, Fernsehen bald komplett ablösen wird?
Also ich denke, die Aussage, das war die erste euphorische Aussage, die gemacht wurde, als das Ding mit YouTube richtig groß wurde. Also wenn man sich wirklich mal vor Augen führt, dass das Ganze gar nicht so alt ist. Ich habe jetzt gerade nicht das genaue Gründungsjahr vor Augen, aber es sind keine zwei Jahrzehnte. Also es ist, glaube ich, nicht mal ein Jahrzehnt, dass YouTube schon alt ist. Und mittlerweile spielt das eine derart große Rolle einfach für viele Menschen und erreicht auch sehr, sehr viele Menschen. Dass ich einfach denke, ja, am Anfang war die Euphorie da, damit lösen wir das Fernsehen ab. Damit machen wir was Neues, was Besseres, wo es in Anführungszeichen unendlich viele Kanäle gibt. Und so heißt es ja auch tatsächlich auf YouTube. Es heißt ja auch Kanal, wie im Grunde ein Fernsehkanal ein Kanal ist. Aber eben so viele und mit so vielen verschiedenen Menschen, die da ihren Input bringen können und die alle ihre Passion haben, die sie verfolgen können und die mit Leib und Seele dabei sind und die das wirklich machen, weil sie Spaß dran haben. Und da dachte man wirklich, ja, das wird super gut und das wird toll und das wird das Fernsehen ablösen können. Jetzt im Nachhinein ist es aber ja so, dass YouTube dann irgendwann von Google aufgekauft wurde, denn Google ist ja auch nicht blöd. Und dann hat Google sich halt überlegt, okay, irgendwie muss man da ja, oder kann man da zumindest, und das wäre ja interessant, ein bisschen Geld mit generieren. Und dann wurde halt nach und nach immer mehr Werbung geschaltet und das Ganze wird professionalisiert und die Leute bekommen dann auch noch zusätzliche Werbeverträge und platzieren hier und da vielleicht mal ein Dankeschön an McDonald's oder so etwas. Und dann, finde ich, gewinnt da einfach der Kommerz genauso Einzug, wie er das auf Privatsendern und auf öffentlich-rechtlichen Sendern tut. Und deshalb glaube ich, ja, die Euphorie ist da und ich glaube, man kann mit YouTube auch wirklich tolle Dinge erreichen und viele tolle Sachen produzieren. Mit viel Herzblut. Aber bei mir ist da so ein bisschen der Wind aus den Segeln. Also ich glaube, das Tragische ist einfach, dass da das Geld auch am Ende eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ja, du hast den Kommerzgedanken angesprochen, der deiner Meinung nach so eine Art Gift ist, auch für die Medienlandschaft, sei es auch YouTube. Aber wo ist denn der Unterschied zwischen Trash auf YouTube und Trash im TV? Gibt es da einen Unterschied, frage ich mich. Also ja, es gibt diversen Trash. Also es gibt ja sämtliche Möglichkeiten, letztendlich Trash zu produzieren. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, ob man jetzt differenzieren möchte, ob es einfach nur anspruchslos ist oder ob es wirklich noch Leute beleidigt und diesen Faktor mit einbezieht. Ich denke, es gibt da auch alles Mögliche. Also es gibt auf YouTube Videos, wo Leute sich zum Affen machen. Es gibt auch alles, also ich weiß gar nicht, wie ich das genau beschreiben soll. Ne? Es gibt halt alles so. Und manches davon ist halt sehr, sehr anspruchsarm. Und dementsprechend, glaube ich, gibt es bei YouTube einfach noch mehr Formate als im Fernsehen, die einfach nicht die Intention haben, irgendwie einen Anspruch zu verfolgen oder irgendwie zu bilden oder dergleichen, sondern die einfach unterhalten sollen. Und das funktioniert und die Leute merken, sie generieren damit Aufrufe. Dann meldet sich irgendwann YouTube und sagt, hey, möchtest du nicht unser Partner werden? Dann werden sie Partner. Dann merken sie, jetzt sind Aufrufe richtig wichtig. Jetzt kann ich damit, das muss man ja den Leuten auch gar nicht übel nehmen, vielleicht meine schöne Oberstufenschulzeit finanzieren oder mein Studium. Oder vielleicht sind die Leute auch älter und verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Dementsprechend denke ich, geht das auch einfach in diese Richtung, dass die Leute natürlich darauf achten, wie ihre Zahlen da sind, wie viele Leute das schauen, was die Leute schauen und was die Leute feiern und wo sie am meisten positive Rückmeldungen und am meisten Aufrufe bekommen letztendlich. Das finde ich auch problematisch an dem, was Frau Müller gesagt hat. Wenn man nur auf die Zielgruppe schaut und auf die Quoten und auf die Klicks achtet, also nur das macht, was der Zuschauer haben will, dann ist es auch problematisch, glaube ich. Also dann landet man, so sehe ich das, tatsächlich irgendwann da, wo die Regenbogenpresse auch ist, weil die Leute immer Action wollen, Drama und nie Langeweile. Und wenn dann die Realität nicht genug hergibt, dann muss man es halt irgendwie konstruieren, sei es dann über hanebüchene Verbindungen zwischen irgendwelchen Fakten oder indem man sich die Wahrheit einfach selbst kreiert, indem man scripted Reality-Formate produziert. Aber wenn jetzt so mal drastisch gesagt, so der Großteil der Zugucker einfach so ein Fernsehen haben möchte, so sind sie denn am Ende nicht so drastisch gesagt einfach selbst daran schuld, wenn sie verarscht werden? Ja, aber dass die Leute es wollen, heißt ja nicht, dass man es machen muss. Also, das ist ja keine Legitimation. Wenn die Leute belogen werden wollen und dann werden sie belogen, dann dürfen sie sich nicht beschweren. Den Medien kann man ja trotzdem Vorwurf machen, dass sie das bedienen, denke ich. Dann ist ja auch die Frage, ob die
die Leute überhaupt wissen, was sie wollen. Oder ob es einfach so eine Alternativlosigkeit gibt, dass gar keine Wahl haben sozusagen und dass das dann sozusagen die Quote ist, weil nichts anderes gekannt wird. Man hat ja nachmittags nicht die Wahl, gucke ich mir jetzt die satirische, intelligente, gestaltete Politikshow an oder gucke ich so das unterste Trash-TV. Das ist ja einfach so nicht gegeben. Wobei man aber auch sagen muss, dass sich das durch das Internet wandelt. Also das lineare Fernsehen, das Fremdbeschalltwerden in einer bestimmten Reihenfolge zu einer bestimmten Uhrzeit, ist noch und war mal. Aber wie oft sitze ich jetzt irgendwie zu Hause auf dem Sofa mit dem iPad oder einem anderen Tablet und scroll durch YouTube-Kanäle und erstelle mir mein eigenes Programm? Oder habe irgendwie Amazon Prime oder irgendeinen anderen Videodienst-Stream-Anbieter, Netflix soll kommen, wer auch immer, das dann letztendlich macht. Aber ich erstelle mir und gucke meine Serien dann im Blog, so gleich irgendwie eine ganze Staffel am Stück. Warum nicht? Wenn ich darauf Bock habe, dann erstelle ich mir das selber. Und das ist eine ganz große Chance. Und dazu bin ich auch der Meinung, dass die Wirkung der Inhalte unabhängig vom Medium ist. Also es ist unabhängig, wie es transportiert wird. Ein Buch, ob man das jetzt in real als Buch auf Papier liest oder als E-Book oder eine Fernsehsendung oder Serie linear im Fernsehen sieht oder dann auf dem iPad on demand. Da ist die Wirkung ja, bleibt ja unbenommen. Das, was zählt, sind die Menschen dahinter, die das erstellen. Ja, was mir aufgefallen ist, also du hast ja gesagt, jetzt kann man, gerade durch das Internet, kann man ja eigentlich entscheiden, ich möchte das jetzt nicht gucken, ich möchte lieber was Politisches gucken oder muss nicht immer Politik sein, sondern einfach was qualitativ Hochwertigeres. Jetzt ist es aber trotzdem so, wenn man mal so ein bisschen auf YouTube rumsucht, dass es oft so ist, dass dieser komplette Müll, sage ich mal, Hunderttausende, wenn nicht Millionen Klicks hat. Aber es gibt ja auch ganz viele Dokus oder so und die haben eigentlich, die können sich freuen, wenn sie gerade mal 100 Klicks bekommen. Also heißt das einfach, dass es so viele Menschen sind, die, ich sag jetzt mal übertrieben, zu doof sind? Oder warum ist das dann so, dass in YouTube tatsächlich der Trash so viele Klicks hat, während die qualitativen Sachen überhaupt nichts? Also ich denke, dass das auch ein bisschen mit Mundpropaganda zu tun hat. Also ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt irgendwie, also es läuft einerseits natürlich dann auch über soziale Netzwerke wie Facebook und so weiter. Ja, da gibt es ein YouTube-Video, da macht sich einer zum Affen und dann wird das geteilt und so funktioniert das und es wird viral und verbreitet sich und alle Leute gucken es und alle Leute kennen es und die Leute reden drüber. Die Kids reden drüber auf dem Schulhof, die Leute reden drüber vielleicht auch bei unter Arbeitskollegen oder so, unter den Studenten, alle Leute reden darüber, weil sie es irgendwie lustig fanden. Und ich denke, das verbreitet sich einfach besser. Wenn ich jetzt mich unterhalte in der Mensa und zu meinem Studienkollegen sage, du, ich habe gestern eine richtig tolle Dokumentation über Herzoperationen gesehen oder so. Ne? Das war super interessant und ich fand das wirklich gut gemacht und das war echt, da waren tolle Animationen dabei und so. Solche Gespräche, denke ich, entstehen einfach weniger, als wenn ich sage, du, ich habe gestern gesehen, da war so ein lustiges Video, da hat irgendeiner irgendwas gemacht. Ne? Also es kann halt noch so viel Liebe, noch so viel Ressourcen, noch so viel Engagement hinter etwas Dritte hinterstecken. Ich denke, es spielt einfach eine entscheidende Rolle, wie gut man darüber reden kann und wie gut man darüber eben Mundpropaganda betreiben kann. Und wenn das dann ein lustiges Ding ist, dann verbreitet sich das. Das haben ja jetzt mittlerweile auch Werbekonzerne, also Werbeunternehmen, die sich darauf spezialisieren, erkannt. Ich meine, zum Beispiel dieses Lied von Edeka, ja, das kennt ja mittlerweile jeder. Und das wird ja mittlerweile wirklich, das wird ja ausgenutzt, das wird ja instrumentalisiert, dass die Leute darüber reden. Und ich denke, das ist der entscheidende Punkt. Deshalb verbreiten sich Videos besser, über die man einfach mal kurz so sabbeln kann. Aber da, Jasmin, das würde ja so ein bisschen deiner These widersprechen. Man könnte ja nachmittags dann eben anstatt Verdachtsfälle oder so etwas Ähnliches zu gucken, auf YouTube gehen und da sind ja die ganzen Dokus oder es gibt unzählige Fernsehsender, sei es öffentliche oder private, die halt sowas anbieten. Trotzdem haben die ja eben nicht diese hohe Klickzahl oder diese hohe Zuschauerzahl. So. Ich glaube, das liegt daran, das ist die Mundpropaganda, die du schon angesprochen hast. YouTube ist ja nicht dadurch bekannt geworden, dass da hochwertige Dokus produziert werden, sondern es war so von Anfang an klar, ich zeige dir mal ein YouTube-Video, dann ist es irgendwas Lustiges, Blödes, irgendwas Kurzes passiert da. Und ich glaube, wenn das anders gewesen wäre, dann wäre es heute auch anders.
Ich glaube, dann würde das vielleicht auch ein bisschen etablierter sein. Und es ist ja auch noch ein Problem, glaube ich, dass das Öffentlich-Rechtliche die guten Sachen sehr oft versendet, mitten in der Nacht. Also dann läuft irgendeine, also laufen die qualitativ hochwertigen Sachen, dann gibt es die schon und dann werden die aber gesendet, wenn niemand mehr wach ist. Ich kann mich erinnern, der Tatortreiniger, der ja im NDR auch läuft, der ist anfangs auch mitten in der Nacht versendet worden und wäre wahrscheinlich verpufft nach ein paar Folgen, wenn nicht ein paar Leute das zufällig gesehen hätten und gesagt hätten, ey, das ist eine super Sendung und jetzt ist es der große Erfolg. Ich glaube, da wird den Öffentlich-Rechtlichen dann auch manchmal ein bisschen mehr Mut guttun. Ja. Das Problem, was, glaube ich, so ein bisschen bei den Öffentlich-Rechtlichen ist, dass sie ja nicht sich selber finanzieren, sondern dass sie so ein bisschen auch legitimiert werden müssen durch die GEZ-Zahler. Weil und die meisten Leute möchten einfach vielleicht eher so mal einen Film gucken abends so und irgendwas Leichtes, wenn sie einen harten Arbeitstag hatten, anstatt sowas Hochwertiges zu gucken. Mhm. Obwohl es natürlich schon besser wäre für das allgemeine Bildungslevel, drastisch ausgedrückt. Wir sind schon beim guten Stichwort, nämlich YouTube, und wir haben zum Thema YouTube auch nochmal einen jungen Filmemacher befragt, nämlich Manuel Oswald. Und sein Statement können wir uns jetzt mal angucken. YouTube ist auch so eine Sache, die hat zwei Seiten. Einmal ist es ja ganz klar, dass irgendwie das so total so Fernsehsender wie zum Beispiel MTV, finde ich, abgelöst hat. Gerade für Musikvideos ist ja YouTube einfach eine super Möglichkeit, um das zu verbreiten und für junge Künstler. Ich würde es schön finden, wenn einige Sachen, die da nicht so beachtet sind, vielleicht auch mal ein paar mehr Klicks kriegen würden. So, und jetzt seid ihr gefragt, das Publikum. Und zwar habt ihr doch die roten Karten am Anfang bekommen. Haltet die mal hoch. Wie wir wissen, okay, jeder hat eine. Oder die Grünen auch. Also auf jeden Fall Karten habt ihr bekommen. Könnt ihr wieder runternehmen. Und jetzt würden wir gerne wissen, wer von euch denn glaubt, dass das Fernsehen bald als praktisch Unterhaltungs- und Bildungsmedium Nummer 1 durch Internetplattformen oder Ähnliches abgelöst wird. Der hebt bitte mal seine Karte hoch. Das sind ja... Genau. Ja, ich gehe einfach mal ins Publikum. Ja. Warum hast du die rote Karte gezeigt? Ja, also ich denke nicht, dass Fernsehen jetzt in der nächsten Zeit komplett verdrängt wird, aber ich denke, die Priorität wird sich verlagern von Fernsehen weiter auf Internet. Wenn ich jetzt an mich persönlich zum Beispiel denke, wenn ich was nachschauen will, was recherchieren will, dann gucke ich nicht, wann kommt die nächste Doku zu dem Thema, sondern gehe ich zu Wikipedia. Dann... Also ich denke, Internet ist einfach schon in unseren Köpfen so die Informationsquelle Nummer 1 in jeder Hinsicht. Ich denke, es wird einfach präsenter, weil es praktisch ist, weil man nicht an Sendezeiten angewiesen ist. Okay, dankeschön. Ja, ich denke, dass wir zustimmen können, dass das Internet immer mehr an Bedeutung gewinnt. Aber es gibt ja jetzt auch durchaus Mediatheken von den Fernsehanstalten, wo man das einfach nochmal nachgucken kann. Oder auch zum Beispiel Sendungen, die normalerweise spät abends kommen würden, einfach gucken kann, wann man möchte. Oder wie René gesagt hat, einfach so einen Blog das gucken möchte, was man wirklich möchte. So unter diesem Hintergrund, Paul, würdest du der These denn jetzt zustimmen, dass das Fernsehen abgelöst wird oder dass YouTube jetzt die neue Macht ist? Der These, dass das Fernsehen abgelöst wird, also ja gut, also diese Dinge mit den Sendern, die dann halt immer einblenden, es gibt jetzt unsere App und es gibt jetzt unsere Mediathek, in der Sie das nochmal nachschauen können, das kommt ja ständig vor, also das fällt einem ja dann schon auf, dass Sie das tun, also dass Sie das bewerben und dass Sie da wirklich auch was reinstecken. Ich weiß aber nicht, also klar, Sie wollten sich darüber dann auch noch Leute sichern, die das dann im Nachhinein auch noch schauen können, aber ich glaube irgendwie, so richtig funkt das noch nicht, also so richtig funktioniert das noch nicht, dass die Leute dann auch ins Internet gehen und sich das anschauen. Also ich persönlich tue es halt schon manchmal, aber mein Wahlmedium Nummer 1 wäre dann immer noch YouTube zum Beispiel, also es wäre dann eine Seite. Es gibt ja auch irgendwie Gründe, dass sich jetzt nicht Clipfish und so weiter durchgesetzt haben, und ich weiß jetzt nicht, ob ich dann in meine Leiste da oben auf dem Rechner YouTube reinpacken würde und die ZDF-Mediathek daneben und die ARD-Mediathek daneben und so weiter und so fort, sondern ich glaube irgendwie wollen die Leute dann auch was Zentralisiertes haben und wollen dann bei YouTube ihre paar Kanäle ausgewählt haben, die sie mögen, und wollen das dann aber auch über eine Plattform bekommen. Und das ist dann, glaube ich, auch so ein rechtliches Ding, dass
sie sich dann überlegen, okay, ja, also im Grunde geben wir es damit ja auch ab, unser Material, wenn wir es auf einer anderen Plattform online stellen, und die Leute wollen halt immer, also die Sender wollen immer eher das auf ihre eigenen machen, und ich weiß nicht, ob das so richtig funktioniert, ob die Leute sich da nicht vielleicht zu bequem sind, mehrere Mediatheken häufig aufzurufen. Und was mir bei diesen Mediatheken auch auffällt, ist, dass da die Werbung auch mittlerweile wirklich sehr, sehr zunimmt. Also, dass man da auch wirklich versucht, nochmal Geld zu generieren quasi, dadurch, dass die Leute eben diese Werbung schauen. Und ich denke, vielleicht wäre es ein Ansatz, wenn man in den Mediatheken einfach mal die Werbung etwas stärker runterfahren würde und so die Zuschauer da mal wirklich ungeschnitten vielleicht mal eine Folge sehen können, ohne dass es von Werbung unterbrochen wird oder sie vorher irgendwie 1,5 Minuten sich George Clooney angucken müssen, wie er irgendeine Werbung macht oder so, sondern dass man einfach da vielleicht mal ungefiltert das bekommt, was man haben möchte. Vielleicht ist das dann da auch nur für eine Woche online oder so, dass man auch ein bisschen zeitgebunden ist, aber ich denke, das wäre vielleicht ein Ansatz, dass man die Leute nicht immer zu mit Werbung torpediert. Ja, aber wenn jetzt, also das ist leider so in unserer Welt, dass alles Geld kostet, und wenn sich das sowieso mehr verlagert vom Fernsehen zum Internet, wie können denn die Fernsehanstalten dann ihre Beiträge finanzieren, wenn nicht durch Werbung in den Mediatheken? Das ist natürlich die Frage, ne? Also wenn ich darauf jetzt eine Antwort hätte, das ist natürlich ein schwieriges Problem. Klar, einerseits wollen sie das finanzieren, und dann gibt es ja auch so Adblocker zum Beispiel, die dann ja sehr, sehr viele Leute benutzen, die eben auf diese ganze Werbung keinen Bock haben, überall immer in den Seitenleisten und oben, und dann kommen noch Pop-ups und hast du nicht gesehen, und die das dann einfach kategorisch blockieren mit so einem Add-on, geht ganz bequem, machen die Leute dann. Ich denke, das ist einfach ein Problem, das ist eine Sackgasse, in die wir reinlaufen. Wir wollen die Unterhaltung haben, und wir wollen auch sicherlich das Bildungsfernsehen dann vielleicht im Internet wiederfinden, aber wir wollen das Ganze kostenlos haben und wir wollen es ohne Werbung haben. Und natürlich geht das dann vom Nutzer aus. Er möchte das alles haben, und er möchte dafür nicht bezahlen, und er möchte auch keine Werbung haben. Ich denke, das ist einfach so eine Entwicklung. Ich glaube, es gibt keine Patentlösung dafür. Ich glaube, man muss beobachten, wo das Ganze hingeht. Und es ist natürlich schon alarmierend, aber eine Lösung habe ich dafür natürlich auch leider nicht parat. So. Aber man könnte ja wenigstens schon mal anfangen, in den Mediatheken die Werbung vernünftig zu setzen. Also wenn man dann was guckt bei RTL Now oder in der ZDF-Mediathek oder was auch immer, und dann kommt auf einmal Werbung mitten im Satz und dann kommt noch dreimal hintereinander der gleiche Spot, dann habe ich auch keinen Bock mehr, dann will ich das auch nicht unterstützen. Wenn es dann vernünftig ist und in der Pause kommen dann zwei Spots, die dann auch nicht unbedingt der gleiche sind, dann hätte ich da auch mehr Verständnis für, als so wie es jetzt manchmal läuft. Aber bei der Unterscheidung zwischen Fernsehen und Internet, ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, den Effekt, wenn ich zum Beispiel abends fertig bin mit der Arbeit und ich setze mich vor den Fernseher, dann finde ich es auch ganz gut, was vorgesetzt zu bekommen, was ich jetzt nicht selbst entscheide. Also wenn ich im Internet nach einer Naturdoku suche, dann gucke ich mir die Naturdoku an und weiß, weil ich sie gesucht habe, dass ich jetzt eine Naturdoku gucke. Wenn ich aber mich vor den Fernseher setze und einfach mal durchschalte, dann können auch große Überraschungen passieren. Und da kann man natürlich auch auf gute Sachen stoßen. Und ich glaube, der Effekt ist nicht zu unterschätzen beim Fernsehen. Ja, ja, bitte, okay. Mach doch. Also wäre jetzt praktisch dein Statement eher, nein, das Fernsehen bleibt Nummer eins so? Nee, ich glaube auch, dass es sich auf Dauer nicht unbedingt durchsetzen wird. Ich weiß auch nicht, das ist eine steile These, aber ich glaube einfach, dieser Effekt ist nicht zu unterschätzen. Aber den kann man ja auch aufs Internet übertragen, indem man sagt, ich mache jetzt irgendwie einen random YouTube-Channel oder so. Also ich meine eher so diesen zufälligen Aspekt. Und der ist ja auch nicht unbedingt ans Medium gebunden. Ja, da wir jetzt leider schon langsam zum Ende unserer Sendung kommen, würde ich euch alle mal bitten, so einen abschließenden Ausblick und ein abschließendes Statement zu dem Thema zu geben. Du hast es ja schon in gewisser Weise getan. Möchtest du noch etwas ergänzen dazu? Vielleicht noch einen Ausblick? Wo geht's hin? Das ist schwer zu sagen, aber ich glaube, man könnte das alles schon mal ein bisschen besser machen, indem man sagt, zum Beispiel diese ganzen Scripted Reality Formate, indem man die kennzeichnet, dass es Scripted Reality ist. Weil ich glaube, gerade Leute, die keine so gute Mediennutzung oder nicht so eine große Erfahrung in der Mediennutzung haben, die können da ganz schön in die Irre geführt werden. Und das könnte man schon mal beheben, indem man es klar kennzeichnet. Selbst ich habe da manchmal Probleme, das zu unterscheiden, obwohl ich mir eigentlich eine recht
gute Medien, ein gutes Mediennutzungsverhalten zuschreiben würde. Und was noch dazu kommt, wir sind uns ja, glaube ich, alle einig, dass es Unterscheidungen gibt und Abstufungen in der Qualität, dass aber dieses Trash-Fernsehen, wo Leute vorgeführt werden mit einem Leben und Bauersucht Frau und diese ganze, dieser ganze Kram, dass der das Schlimmste von allem ist. Oder das ist zumindest meine Meinung. Und das liegt daran, dass da wirklich Menschen vorgeführt werden, die, glaube ich, zum Teil gar nicht wissen, was da mit ihnen passiert und welche Auswirkungen das hat, dass sie in dieser Sendung auftauchen. Und da sind dann tatsächlich auch die Medienschaffenden in der Verantwortung, zu sehen und zu entscheiden, dass die Leute, die das nicht selbst einschätzen können, dass man die dann davor schützt, vor sich selbst. Ja, Jasmin, was machst du in Zukunft häufiger? Guckst du mehr Qualität? Guckst du mehr Trash? Guckst du mehr Internet? Guckst du mehr im Fernsehen? Was wirst du so machen? Ja, mehr Qualität wäre natürlich wünschenswert, wenn es das denn geben würde. Also ich glaube, es wird sich nicht ändern, solange nur auf die Quote geguckt wird und solange diese Risikobereitschaft nicht da ist, mal was Neues auszuprobieren und damit vielleicht auch auf die Nase zu fliegen. Aber das ist dann so. Ja, also ich glaube, das wird sich nicht ändern. Und solange auch die Entscheidungsträger sind, was das Fernsehprogramm angeht, immer nur auf die Quote schauen, dass es dann eigentlich so weitergehen wird und vielleicht sogar noch schlimmer wird. Ja, zum Glück haben wir ja einen Medienschaffenden hier. Wie siehst du denn das, René? Ich glaube auch, dass die Zuschauer selber auch in der Verantwortung stehen und dass wir dann auch über Bildung, über einen Medienkundeunterricht oder sowas in der Schule auch einfach früher ansetzen müssen und uns selber auch bilden müssen. Also letztendlich einfach jeder auch einschätzen können muss, was ihm da gerade vorgesetzt wird und auch die Fähigkeit oder um die Fähigkeit zu erlangen, auch selber zu entscheiden, was man sich selber zuführt an Inhalten. Ja, das war nochmal ein ganz neuer, interessanter Aspekt, Leuten Medien beibringen. Paul, bevor du hier gleich deinen Poetry Slam machst, was denkst du denn? Also ich finde, das ist ein sehr schwieriges Thema und ich habe natürlich schon viel darüber nachgedacht, eben weil es mich auch betroffen hat, als ich eben noch auf YouTube aktiv war und so weiter und so fort. Ich finde, das ist sehr schade. Also ich würde mir eigentlich einfach wünschen, dass das ganze Ding mit einem Leben und so weiter und so fort, dass es vielleicht einfach irgendwann alt wird. Das wäre so für mich die Utopielösung des Problems. Die Leute finden es nicht mehr geil, gucken es nicht mehr, der Kram wird nicht mehr produziert, so. Dass es aber so nicht laufen wird, das ist mir wohl klar. Trotzdem wäre es für mich die Wunschvorstellung. Eine wirkliche Lösung des Problems sehe ich so nicht. Denn wie gesagt, ich denke einfach, die Leute entscheiden, was sie sehen wollen und sie bekommen, was die Mehrheit will. Sie bekommen, was sich am besten verkauft. Sie bekommen, wo man am meisten Geld mit verdienen kann. Und dementsprechend wäre meine Wunschvorstellung, dass es einfach alt wird, die Leute es nicht mehr gucken, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ja, abschließend möchte ich mich nochmal beim Publikum bedanken. Ihr wart großartig, vielen Dank. Bei meinen Talkgästen natürlich auch. Bei meiner Mitmoderatorin und natürlich bei den ganzen Menschen hinter der Kamera. Und jetzt viel Spaß mit Paul Vollmers. Ich kann den blöderweise noch nicht auswendig und meine Jacke liegt da. Okay. So, ich muss mal gucken. Ja, denn? Livia hat mich angesprochen, dass hier eben diese Veranstaltung stattfindet und dass es hier um Medien geht und so weiter. Dann habe ich einen Text geschrieben, der jetzt relativ neu ist. Und deshalb kann ich ihn auch noch nicht auswendig. Ich weiß nicht, ich würde ihn jetzt einfach im Sitzen lesen. Ich könnte auch aufstehen. Wie wollt ihr das gerne haben? So? Also wie... Aufstehen. Okay, dankeschön. Also ich habe einen Text geschrieben, der handelt eben von Medien und der heißt Kinderfotos. In der linken Hand die Tüte mit fettbeflecktem Salzgebäck und in der rechten unter Wurstform Finger nicht schlecht versteckt eine Fernbedienung, die, sobald die Masse eines Fingers eine Taste unter sich begräbt, ein Infrarotsignal auf seinen kleinen Weg durch das verkommene Zimmer eines Hauses schickt, aus dem man über eine Mattscheibe bloß nach draußen blickt. Es ist ein Fernsehgerät und weil man jeden Kunden versteht, ein hochmoderner LCD-TV. Satte Farben, dieses blaue Blau, sagt der Verkäufer des Elektronikfachmarkts, zeigt ihn Fernsehen, totschick.
Sack stark, denkt sich dann der Kunde und kauft sich das Teil. Ein Gerät, dessen Preis man heute mit mageren Gehalt gerne auch in 24 Raten über 2 Jahre bezahlt. Und so sitzt der deutsche Bürger nun da, vor dem, was der Verkäufer die Zukunft nannte. Private Sender gibt's ja reichlich, hurra. Wenn er deren Blutrunst nur kannte, dann wird's vermutlich auch nichts ändern. Es bleibt, wie es immer war. Hören die Montage auf allen Sendern und die Erziehung der Bürger, vor allem der Kinder, zum Konsumenten und zum Verschwender. Abgestürzte C-Promis essen Insekten, um ihre dekadent angehäuften Schulden mit Zinsen zu zechen. Irgendwelche hemdtragenden Bachelor-Fuzzis suchen die Frau, die perfekte. Ich hätte mit angebrachter Frauenempörung gerechnet, aber den Damen gefällt's irgendwie. Und sie sitzen da mit einem Sektchen an ihrem Mädelsabend. Jetzt also gleich 2-mal die Woche, schließlich wird ihnen da sowas wie Unterhaltung versprochen. Und die geschätzt 50 Millionen schwere Heidi Klum hat ja schon den Donnerstag für sich reserviert. Wenn sich auch das letzte Fünkchen Vernunft in der Darstellung minderjähriger Anorexie-Patienten verliert, von denen eine nach der anderen über den Steg stolper stolziert und das Ganze wird dann von Heidi 2 Oktaven zu hoch kommentiert. Dieses Spektakel allein finde ich eigentlich echt schlimm. Aber was es bewirkt, ist noch viel schlimmer. Mädchen um Mädchen ist krankhaft dünn, wäre aber gern, um wirklich schön zu sein, noch etwas dünner. Was medizinisch als krank gilt, diktiert die Gesellschaft als richtig. Und Mädchen um Mädchen verliert sich dann im Storchbeinchen Dickicht. Und Make-up verdeckt ihren Pubertätspickel blickdicht. Mit 13 gut auszusehen, war in meiner Kindheit nicht wichtig. Wenn ich unsere Kinderfotos sehe, dann stelle ich fest, wir sahen halt beschissen aus. Dreck im Gesicht und zerrissene Haut, aufgeschlagene Knie der zu großen Jeans. Die Löcher hat meine Mutter dann mit so Dinosaurierflicken vernäht. Und damit mich auch jeder richtig versteht, ich fand das cool so, echt ohne Witz. Aber heute scheint mir alles uncool, außer Abercrombie & Fitch. Schon in die Hirne der Kinder pflanzt man also die eine Idee des Konsums, unseres Dogmas. Unsere Reizflut macht unsere Kinder sozial behindert und über die zu früh entjungferte Tochter wundert man sich dann. Und kann's nicht verstehen, das sei doch krank und gäb's nur im Fernsehen zu sehen. Ach so. Der böse ältere Junge habe sich doch an ihr vergriffen, aber dass das nicht immer stimmt, das will ja keiner wissen. Besonders erfolgreich sind auch solche Formatideen, in denen vermeintlich Asoziale ihrer steinigen Lebenswege gehen. Von Familien im Brennpunkt bis mitten im Leben und umgekehrt. Das Prinzip dieses Typus Sendung ist schnell erklärt. Ein paar arme Schweine spielen noch ärmere. Und wenn der Zuschauer dann jemanden sieht, der wirklich noch ärmer ist, im dargestellten inhaltsschmächtigen Plot, dann fühlt sich jedes noch so arme Schwein plötzlich mächtig wie Gott. Soweit die Idee. Und die funktioniert. Ja, das ist Fernsehen. Fernsehen ist pervertiert. Mancher mag dann sagen, naja, es gibt ja auch noch die öffentlich-rechtlichen Sender. Die, denen ich regelmäßig 17,98 Euro meines Studentengeldbeutels zahle, obwohl ich weder Fernseher noch Radio habe. Wobei ich mich, wenn ich das Programm lese, frage, wo ist denn darin der Bildungsauftrag begraben? Wo ist das Streben dieser Sender, die Bürger zu bilden oder für Politik zu sensibilisieren, wenn zwischen verbotene Liebe und Traumschiff für Oma Brunhilde diese Sender kein Wort mehr über die Europawahl verlieren? Und wenn sie so viel Geld über Zwangsgebühren ernten, warum gehört dann jede Werbepause vor der Primetime den Pharmakonzern? Die Pille zum Abnehmen und Dutzende gegen Schmerzen jedweder Art, die Werbung gehört Bayer, Novartis und Ratiopharm. Wenn ich bei irgendwem da ein Gerät besitze, das Fernsehen einschaltet, ist mir tatsächlich zum Kotzen zumute. Auch die Nachrichten, die man sieht, sind leider kein Witz. Die plumpe Fernsehpropaganda will uns halt lehren, was gut ist. Was toll, was wahr, was richtig gerecht und vom Manipulationseinfluss schwinde, wird mir tatsächlich schlecht. Und wie soll es unseren beeinflussbaren Kindern dann gehen? Sie ertrinken in der Flut unserer Reize. Und wir, die wir genauso hintreiben, stehen ihnen dann als Ruhepol nicht mehr zur Seite. Vielleicht sollten Eltern ihren Kindern helfen bei ihrer Suche. Und ihnen erklären, was ein gebundenes Buch ist. Vielleicht zeige ich eines Tages meinen künftigen Kindern die Fotos. Und wenn mein Kind dann irgendwie hinfällt und sich das Knie aufschlägt, genügt ihm vielleicht dann als Trost bloß, dass ich seine Hose mit einem Dino-Flicken versorge. Und wenn er oder sie den nicht will, ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Dankeschön.